Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre IP-Kamera in die QNAP Surveillance Station einbinden können. Außerdem demonstriere ich Ihnen, wie Sie eine Gitteransicht mit allen Ihren Kameras einrichten können. Wir verwenden in diesem Beispiel eine Upcam Tornado HD Pro. Sie können natürlich auch jede andere JPG- oder RTSP-fähige IP-Kamera nutzen. Welche Kamera nutzen Sie? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Zuerst schalten wir uns auf unsere QNAP. Dazu können Sie entweder in Ihrem Router die IP-Adresse der QNAP ausfindig machen oder nutzen das Tool von QNAP namens QNAP QFinder. Den Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Auf der QNAP melden Sie sich dann an. Dazu gehen Sie auf Anmeldung und geben den Benutzernamen und das Passwort ein. Nun installieren wir die Surveillance Station. Dazu navigieren Sie zum App Center und gehen auf den Reiter Überwachung. Hier finden Sie direkt die Surveillance Station. Mit einem Klick auf Installieren wird die App heruntergeladen und installiert. Nach der Installation können Sie die App öffnen. Wenn Sie die App zum ersten Mal ausführen, müssen Sie einen Ordner auswählen, in dem die Aufnahmen und Daten gespeichert werden. Dazu können Sie sich entweder einen eigenen erstellen oder wir wählen einen von den existierenden aus. In dem Fall nutzen wir den schon vorhandenen Web-Ordner. Um nun eine Kamera hinzuzufügen, gehen wir links auf Kamera-Konfiguration und klicken auf das Plus bei Aktion. Entfernen Sie den Haken bei Kameras automatisch suchen. Die Daten sind folgendermaßen einzugeben. Kanal ist der Slot. Je nach QNAP-Modell sind mehrere Slots kostenlos. Ähnlich wie bei der Synology. In unserem Fall haben wir eine QNAP TS131P, auf denen zwei Slots frei sind. Bei zum Beispiel der TS1635 sind 8 Slots kostenlos und kann auf bis zu 40 Slots erweitert werden. Jeder weitere Slot, der über die freien Slots hinausgeht, kostet einmalig $59,99. Da Upcam bei QNAP nicht hinterlegt ist, nutzen wir bei Kameramarke, in unserem Fall Generic. Als Modell wählen wir Generic RTSP für den RTSP-Stream. Bei der HTTP-URL geben wir einfach nur /11 für den HD-Stream und /12 für den VGR-Stream ein. Bei Kameraname können wir den Namen der Kamera anlegen, in diesem Fall ist es eine Tornado HD Pro. Bei IP-Adresse kommt nur die IP-Adresse rein, also ohne HTTP, Doppelpunkt und Doppelslash. Bei RTSP-Port ist standardmäßig 554 einzutragen. Welche Ports Ihre Kamera jedoch vergeben hat, sehen Sie am besten in der Web-Oberfläche. Die WAN-IP können wir leer lassen. Nutzername und Passwort können nun entweder der Admin, Guest oder User Zugang sein, je nachdem welche Rechte Sie Ihrer QNAP geben wollen. In unserem Fall nutzen wir den Admin Zugang. Mit einem Klick auf Weiter kommen wir zum nächsten Schritt. In Videoeinstellungen können wir mit Generic nichts Spezielles einstellen, bis zum Beispiel auf die Anzahl der Tage, die zur Aufbewahrung gegeben werden sollen. Bei Zeitplan können wir einen Zeitplan, wann die Aufnahmen gemacht werden sollen, definieren bzw. diese Funktion ausschalten. Wenn alle Einstellungen gemacht worden sind, klicken wir einfach auf Fertigstellen. Nun wird in der Kameraübersicht die Kamera angezeigt. Wenn Sie oben links auf Monitor klicken, öffnet sich ein Fenster mit einem internen Link zur Software QVR Monitor, welches eine Monitoring-Software von QNAP selbst ist. Auf dieser kann ähnlich wie bei iSpy eine Gitternetzansicht definiert werden, damit Sie alle Kameras in der Übersicht haben. Laden Sie sich das Programm über den Link herunter und installieren dieses. Nach der Installation laden Sie mit einem Druck auf STRG und F5 den Browser neu und klicken erneut auf Monitor. Nun öffnet sich das Programm, in dem Sie die schon gemachten Aufnahmen ansehen können.
Zudem haben Sie Zugriff auf das Live-Bild und können das Gitter definieren. Dafür klicken Sie oben neben dem Play-Button auf das Monitor-Symbol. Da wir hier erst eine Kamera eingetragen haben, wird hier auch nur diese eine Kamera angezeigt. Wenn Sie nun zum Beispiel 5 Kameras eingerichtet haben, sehen Sie in dieser Gitteransicht alle 5 Kameras. Hat bei Ihnen alles geklappt? Dann lassen Sie gerne ein Like da. Links und rechts finden Sie nun ein anderes Video, welches für Sie interessant sein könnte. Wenn Sie auf das Upcam-Symbol klicken, kommen Sie auf unseren Kanal und können uns gerne abonnieren.